Nachdem mein Team und ich am Anfang der Liga dreimal verloren hatten, nope, läuft's jetzt immer besser und besser. Hier ist unser nächstes Match gegen Wallraven. Viel Spaß. White Tigers und Wallraven kloppen sich heute mal auf einer doch für die GSA auch recht frischen Map. Von Anfang an und ich will 0 gewinnen. Wie gesagt, heute performen. Jenna war's Player to Watch, Jungs. Bisschen anstrengend heute. Ja, es wird ein wichtiges Game für beide Teams. Ich habe gesagt, White Tigers macht's. Du hast, glaube ich, gesagt, White Tigers. Wir haben alle bis auf. Wir haben alle White Tigers. Wir haben alle White Tigers. Ja. Wir waren uns mal einig. Das ist meistens kein gutes Zeichen. In Passport drin einer. Und ja, man nutzt hier, glaube ich, die Oster, um mal nach vorne zu machen. Und das ist ein. Das ist eine freche Kiste hier von Minimi. Einfach den Wallbang in Richtung Passport zur richtigen Zeit auf die linke Maustaste gedrückt. Analytica, machst du noch? Ja. Dann zählt das Gebiet, Jungs. Können die schon Take gehen, ja, ne? Ja, die können reinlaufen. Wie sieht Workshop aus? Wir haben noch zwei Drohnen, Jungs. Osa ist in der Corner. Swap. Waiting, hab ich. Waiting, Anna. Osa ist wieder raus. Oh, auf Wiedersehen. Minimi, Konki. An Jacob Bro und Claudi rausgenommen. Ja, das war natürlich ungünstig. Positioning-technisch, dann auch noch mit dieser wunderbaren Smoke. Was willst du da machen? Da kommst du halt nicht mehr weg. Hier auf Kuschelkurs, denn es muss geplantet werden und der hat jetzt eine große Aufgabe. 1-3, während geplantet wird. Man versucht da jetzt auch, den Plant ein bisschen zu unterbrechen, geht aus dem Raum raus. Man versucht, über den Hallway zu arbeiten, als auch über den Breach Deluxe. Janava, Player 45, 101. Player! Hey! Hallo! Boah, das haben sie aber nochmal schön gelöst am Ende. Wahnsinn! Ich hätte keine Schüsse mehr. Alles safe. Player 45 durfte einmal nachladen. Sein Gegenspieler hat sich dazu entschieden, die Pistole zu halten. Das Prefire hat gesessen. Schöne erste Runde von Wallraven. Fand ich einen sehr schönen Approach an diese Side. Der ist noch nicht in Office. Wo gehen die denn hin? Army, glaube ich, Jungs. Einer 90. Push 90. Rotation. Under Rotation. Ja. Dead. Office ist ja nicht mehr, Jenna. Der wird anders kommen. Einer im FBI Arkas. Dead. Nice, Jungs, let's go, good job, boys. Schöne Frau mit Archive, Bruder, wallah, Bilder, ich hatte nicht auf. Ist der in Archive reingegangen? Hab ich gar nicht. Keine Cam drauf. Halt die Cam für dich bei Break gerade. Ja, ich halt den Tellers. Rush, du musst bekommen, wenn du weg bist von CC, ne? Ja, ich bin weg. Ist er. Aber ich sehe oben, theoretisch, wenn sie reingehen, oben irgendwo. Einer CC-Window reingejumpt. Bei Monitors. Alles kommt jetzt Richtung Tango. Einer in der Tango-Rotation, Courage. Weiß CC. Ja, also, hey, er pusht zwei. Einer CC, beide Outset gejumpt. Keiner mehr oben. Ja, die sind ab. In Jail. Bomping einer. Ja! Sehr schön! Okay. Double C4, sehr schön gespielt. Einmal rüber geheatet. Und dann war es auch schon zu spät. Schönes Timing, auch da nochmal direkt gegen den Planter gegenzugehen. Und ich glaube, er wollte auch nur den Planter haben, dass er den zweiten da gleich mitgenommen hat. Schön Dank. Ja, genau. Ja. Zwei für einen. Und macht einfach einen sehr, sehr guten Job. Deluxe. Mal ganz kurz Minimi rausgenommen. Hast du das Fragezeichen in seinem Gesicht gesehen, gerade unten in der Cam? Der wusste gar nicht, wo das Ding herkam. Ja gut, er lag auch unterm Tisch. Also, Jana war dafür hier. Nochmal für dich. Mit Claudi C4 regelt damit der erste Frack gegen Wallraven. Versucht sich da auch echt so ein bisschen an allen Ecken und Enden irgendwo zu stören, irgendwo reinzukommen, seine Marke zu hinterlassen, so wie Courage, der sich jetzt hier hinter dem kleinen Pfeiler verstecken muss, aber dann doch durch die Hedgefeld. Einer oben, einer Planter. Was, der geplantet? Onset. Nein, er ist eine Hedge ist er. Was, der Planter? Planter oben. Ich geh hoch. Gerne, geh zusammen hoch. Geh zusammen. Okay, also. Er ist on Mark, crouchen, ja. Geht Armory rein. Ja, dann warte, geht on Mark. Crouchen, links bei Afrika, oder Sandwich? Ah, jetzt, Bruder. Müsst ihr defusen, vielleicht? Defuse da. Defuse da? Halt ihr einfach nur. Hälfte. Let's go! Schön. Top Nate. Good job. Good job. Warte, ich bin nicht mitgekommen, damit sie halt das. Alles gut, Bruder, alles gut. Janava, Player to Watch. Ich fände auch, Sandwich. Was mit AKF-Attack, Digga? Ich geh mal links rein. Ich bin weg jetzt. Jana unten dead. Konki. Einer war Customs. Ja, sledged. Dead. Ja, schön. Einer war noch unten Window. Olle Fox schon gut von mir. Triple Kill. Jetzt will er es aber zeigen hier. Gut gemacht. 1:39. White Tigers wild unterwegs. Und jetzt kommt erst der Refrag. Aber da sagt er auch, ja, who cares. Versucht hier einmal durch die Wand. Ja, der hat auf jeden Fall Bock hier. Ist auch sehr schön, dieses dreimal Visier auf den DMRs. Allerdings Minimi jetzt mit dem Frag auf Cloudy. Damit ist das hier eine relativ schwierige Situation für einen Gecko Bro. Minimi macht am Ende dann noch einen Double Kill, entscheidet das Ding dann für sein Team. Wir haben Lobbycam. Ich guck Lobbycam. Ja, wir müssen einfach nur warten, bis der plantet. Dann können wir pushen. Ich hab diesen gedroppten Workshop. Ich hab Tellerscan, ne? Können halt Bathroom planen. Ja, ja, so. Ja, ja, alles gut. Ich hab Lobbycam korrekt. Ist die Rotation Data? Ja, nein. Der eine ist schon on-site.
Müssen auf, beide auf den Ace fokussen. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Der andere Workshop, Held von Workshop. Workshop hat mich. Fuck. Five bricht den Plant ab und kommt seinem Teammate hier zu Hilfe. Stark gespielt hier und schön das Ding einfach mal die Hatches offen, einfach mal die offene Einladung annehmen und mal reingehen und gucken, was dann passiert. Stark gespielt, schöne Runde. Nee, an der Armory Door steht er, an der Armory Door. Ich drohne Tango Rotation, die haben nicht mehr eine Tango Rotation. Der steht immer noch on Ping, genau, on Ping steht der genau. Hey, Office ist clear, ich geh Office rennen. Ja, ich bin im Break. Okay. Fountain clear. Einer ist Fountain Rotation, Fountain. Ich glaub, das ist in Tango. Jungs, keine Angst haben, Les, Beeper. Wer denn? Office aus. Da hat es jetzt nützlich Jungs. Einer ist im Bathroom. Ja, lass es aber. Ich bin weg. Kannst du mal, okay. Mach mal deinen Müller auf und meine Tor auf. Ich tun rein. Bad. Sehr ja, schön. Irgendwas hat mal zu. Unten war auf jeden Fall. Zwei Leute waren unten. Oder ist das clear? Weiß ist ich unten clear. Unten ist clear, ja. Okay. Alle beiden waren zuletzt. Der unten ist. Einer ist im Waiting. Einer ist Waiting unten. Der Mute. Der ist im Hallway. Ich halte einfach mal. Kann mir einer eine Kevin Waiting packen, dann halte ich die einfach für euch. Wie ist das, Bruder? Gib mal Sound. Armory ist clear. Ich geh die ist das ganze Zeit unter. Du war ja Waiting. Ich hab eine. Wo war der Waiting? Der ist weggegangen. Der ist durch die Waffen gegangen. Alle bei Top-Metal. Alle bei Top-Metal. Okay, Jungs, wir müssen Pressure auf den Spot machen und dann breachen wir vom Waiting aus. Kannst du. Warte mal. Ich halte die Armory Cam. Also, eigentlich alles hier gerade sagt für Tigers. Schwierig. Player 45 verpasst da seine Möglichkeit, da genug Damage zu machen auf den ersten Frag. Sarrasam kriegt Deluxe, damit Angeko Bro alleine gegen 5. Könnte eine Flawless Round werden, wenn das hier so weitergeht. Aber ich glaube, das Positioning von Angeko Bro ist eigentlich ganz gut. Könnte sich hier, haben auch gar keine Ahnung, dass er sich der Close nähert. Ja, da ist der Kill und zumindest der Inja. Es bleibt eine Flawless Round, meine Damen und Herren. Dritte des heutigen Tages. Ja, nicht schlecht. Also ist eine gute Bilanz, muss man sagen. Courage. Und Deluxe hier wieder mal fündig geworden. Der gute Deluxe steht auch immer gut, aber diesmal sofort der Refrag von Minimi da. Der sich heute auch sehr gut verkauft, muss man sagen. Was ist das auch? 50 von der Flank. Hey, halt mal meine Cam, Let's go, Er ist einer Workshop weg. Pass auf, einer Workshop weg. Okay. Wo, was? Crash, hast du eine Cam? Workshop? Ja, ich guck das Workshop, aber ist clear. An der Headshot. Achso, ja, ich tue Courage, kannst du. Ja. Einer unten Customs, wieso prüfert er mich? Was? Schön. Einer Fingerwall, on Mark. Du machst das nochmal auf. Du machst Akers, Bruder, vielleicht kannst du Akers tun. Ich hab einen Akers, ich tue Akers, warte. Können wir Office drohen? Ey, einer unten. Nee, können wir nicht. Aruni unten, okay, okay. Aruni unten, geht grad Metal hoch. Nur zwei Inside. Aruni komm Metal hoch. Pieper. Einer Aruni und einer Closet. Einer nach unten, die Thunderbird nach unten. Crash, ich will nur rein jump und du push rum. Ich bin Markus Jungs. Ey, nur zwei oben, Thunderbird unten. Komm, wenn ich. Okay. Wo ist die Thunderbird? Maxima, bitte. Die ist Jack, hatte Cam. Jungs, ich blend einfach mal. Plante. Sehr schön. Nice. Let's go, boys. Good job. Wie sie da mal über die andere Seite gearbeitet haben. Minimi mit dem Opening auf Deluxe hier. Damit Diana raus, Gone 6, zwei Nades und halt super viel Info. Halt ja, repelled. Jenna, aber hör mal zu. Ja. Die sind CC und auf und Easters. Das war der Fuser? Jenna, aber auf CC, ne? Ich hab Office, hab ich nicht mehr. Ich hab's einfach nur, ich stehe Office Window und chill einfach. Jungs, das ist outside Diffuser. Und ja, alles safe. Wieder rein und kommt wieder raus. Holt er sich da jetzt noch einen Frick? Er holt sich noch Wie einen. Macht er das? Verhaftet den! Das ist doch nicht legal, was der da macht. Das muss doch bestraft werden. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Wahnsinn, was ein Match heute von Konki allein. Als neuer Spieler in dem Lineup sich zu beweisen, ist natürlich immer wichtig. White Tigers hat die Möglichkeit, an E-Sport Berg vorbeizuziehen, sich halt eben ne, im Mittelfeld so ein kleines bisschen zu manifestieren. Und da willst du natürlich so viele Punkte wie möglich haben. E-Sport Berg ist zwar nur einen Punkt weg, das heißt, auch mit zwei Punkten würde man sich auf den fünften Platz schieben. Warte, ich glaube, du hast eine Lücke, wo ich mit dir kommen kann. Vier, Bruder. Oh mein, nicht von der Puls. Ist einmal ja, alles ja, ja. Oh mein, Mann, ist okay, ich komm zu dir, Kurat. Vielleicht gehen wir auf Free Flag raus. Okay. Courage, gehst du auch mithelfen? Wo denn? Ja, bei denen einfach irgendwas? Ja, aber keine Ahnung, Angst, ne? Was das machen wir, Jungs? Ist immer noch unten. Ne, die wollen. Soll ich aber durchschiften mal? Und da warte ich, kannst du mal drum. Ich geh mal durch. Eine ist jetzt noch. Eine Aura, einer Office. Die er noch mit am Start hat, möchte wahrscheinlich sich an den Kona Stations laben. Minimi drückt hier die Defense ordentlich weg. Gibt natürlich Konki auch die Info, wo dann Warbang eventuell helfen könnte. Das Pre-Fire! Nicht erfolgreich. Wow. Der kommt da weg, das kann nicht sein. Konki mit dem Kill auf Cloudy. Aber der Echo, der lebt noch. Hat zwar nicht mehr viel HP auf der Uhr, aber dass er da sich noch bewegen darf, ist natürlich frech.
Ist er da auf dem Markt? Der. Swarm clear. Jetzt warte. Der Echo war upstairs. Der Echo war vorhin upstairs. Wo war das? In CC. Ob eventuell bei Raven das Ding hier noch gewinnt, weil wir haben die Echo-Drohne noch mit am Start. Wir haben gesehen, wie Arnon die auch erstmal dahin, also auf die Drohne gegangen ist, um die zu positionieren. Bekommt jetzt hier auch noch Conky. Ja. Das ist One-Inch wieder, Echo. One-Inch. Okay, ich komm noch zu dir, Tar. Lass einfach für Workshop gehen, Jungs, okay? Echo, nice, das ist schön. Nice. Okay, gut, Jacko. Ja, geil. White Tigers. Also muss ich erst sagen, das Spiel begann schleppend. Ich habe mich aber sehr schnell damit angefreundet, wie die beiden spielen. Es ist auch ein bisschen mehr Tempo reingekommen.